Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel. Staffel 2 Reloaded. Heute fahren wir 118.500 Pfund Containerstapler. War doch Containerstapler, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Von El Centro nach Phoenix. Mit einer kleinen Detour, damit wir endlich mal. Wie heißt das? Endlich mal einen eigenen. Wo endlich mal ein LKW-Depot-Gedöns da kennenlernen. Wir haben noch nichts entdeckt. Wir können prinzipiell noch gar nichts kaufen. Wir wissen gar nicht, wie viel wir brauchen. Und wir müssen hier gleich rechts raus. Hier was. Wohl noch mal eine größere Tour drehen müssen, damit wir überhaupt rauskommen. Oh Gott. Wir brauchen auch so ein bisschen Ziel. Ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau, wie das gewesen ist. Ich weiß zumindest, dass wir den Cascadia gekauft haben, auch wenn wir eigentlich den Mac als favorisierten LKW hier in diesem Profil haben. Aber so, da machen wir es halt einfach. Verfahren wir halt genauso wie damals in der ersten, in der zweiten Season, dass wir den halt auch mehr oder weniger aus Versehen kaufen, weil jetzt gezielt. Heißt, wir fahren erstmal in Phoenix, fahren wir ein bisschen früher vom Highway runter. Beziehungsweise vom Interstate fahren wir früher runter und besorgen uns dann. Decken dann ein Dings auf, einen ersten Truckdealer. Müssen wir den Truckdealer in Phoenix. Ich weiß gar nicht, wo der Cascadia ist, wo der Freightline. Ich weiß schon nicht mehr, welchen Freightline wir genommen hatten. Ob wir den nur den Cascadia haben oder auch einen anderen Freightliner. Bei den Rechtskurven muss ich aktuell mich auch um zu gucken, ob wir nirgendwo anlegen, auch quasi mit nach rechts lehnen. Die Sonne scheint auch schon wieder ordentlich, wird auch ein bisschen wärmer dieses Wochenende. Oder Anfang der nächsten Woche plus 20, 20 Grad im Plus mal wieder. Yeah. Ich freue mich auf den Sommer. Wieder schön unangenehm warm. Wir bekommen 11.000 für den Auftrag. Dann haben wir so roundabout 80.000. Ich glaube, wir brauchen dann nochmal 40.000 oder so, bis wir den Cascadia kaufen können. Für den Freightliner. Wobei, hat der Freightliner 130.000 gekostet? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mit irgendeinem LKW 130.000 im Kopf, den wir ausgegeben haben, das wir ausgeben mussten. Ich weiß nicht, ob es Dollar sind oder. Euro oder ob es halt in American Truck Simulator war oder in Euro Truck Simulator 2. Ich habe keine Ahnung. Dann fahren wir schon mit dem Tempomat.
gen Arizona. Oh, schön, in Arizona dürfen wir wieder ein bisschen flotter unterwegs sein. Jetzt wird, glaube ich, noch mal ein paar Mal hügelig, soweit ich mich erinnere. Oder ich habe keine Ahnung, kann sein, kann auch nicht sein, ich weiß nicht. Ist doch schon wieder ein bisschen länger her. So, der steht da nur. Hoppla. Ich dachte, er wollte drauf, aber der wartet auf Rasa. Dass wir mit der Cruise Control fahren. Ansonsten wären wir vielleicht seine nächste Opfer gewesen. Erster auch mal in Yuma. Okay, da fahren wir nur vorbei. Und wir sind in Arizona angekommen. Ist aber auch echt ein gelungener Bundesstaat geworden, Arizona. Muss man einfach sagen. Schön mit dem Güterzug. Der war, glaube ich, sogar ein bisschen länger. Zumindest sah es so aus. Dass er aber länger gewesen wäre. Aber ich glaube nicht. Weil nicht. Ich glaube, ich habe keine längeren Züge drin oder sowas in der Richtung. Das hätte ich gemerkt. Plötzlich langsam wird. Oh, jetzt wieder schneller, toll. Das war wahrscheinlich, lag wahrscheinlich, die Brücke war wahrscheinlich die runterziehen. Damit die Brücke nicht allzu sehr belastet wird. Und nicht noch mehr Erschütterung ausgelassen ist. Rest Area müssen wir nicht. Da werden wir früher oder später noch landen. Da muss ich eigentlich überlegen, wann ich ihn aufnehme, wenn es die nächste Woche weiterhin so freundlich bleibt, was das Wetter betrifft, vielleicht möglichst früh, holy shit. Da muss ich, wobei, da muss ich eher prioritär irgendwelche Simulationen, wo man fährt,
zuerst aufnehmen. Zeitlich gesehen ist es auch jetzt gerade echt ein dummer Zeitpunkt. Hätte man besser wählen können, prinzipiell. Na, 9 Meilen haben wir noch. Ist auch gefühlt anders die Strecke nach Phoenix. Kommt mir das nur so vor, dass das nicht hier Icon noch hier vorkommt, also nur so einem vorkommen, dass es halt nicht Vanilla ist hier alles, wo wir gerade fahren, dass ein paar Änderungen vorgenommen wurden, aber ich keine Ahnung. Mal Road Works Ahead. Würden die von Supplies and Suns, soweit ich weiß. Sprich, da wir wieder so einen langen Trailer haben, wird es so einen breiten Trailer haben, wird es wieder so ein angenehmer Abladeort werden. Würde ich froh drum. Weil alles andere wäre jetzt echt brutal. Aber das haben wir ja, glaube ich, nur mit. Was für Fahrzeuge? Was waren das für Trailer? So eine Walze oder sowas, glaube ich. Ja, zu lange her. Wie gesagt, alles zu lange her. Dafür spiele ich zu unregelmäßig. Oder habe ich zu unregelmäßig gespielt, dass ich jetzt noch die Trailer weiß. Oh, da geht es ab Richtung Phoenix rein. Wollen wir mal schauen, was für ein Truck-Dealer wir gleich freischalten. Und dann können wir, nachdem wir das abgeliefert haben, auch mal gucken, ob wir dort den Cascade haben und wenn ja, wie viel Dollar wir brauchen, um uns den ersten eigenen LKW zu holen. Und ich werde es, wie ich es auch bereits in dem letzten Staffel 3 Reloaded Video von American Truck Simulator angedeutet habe, werde ich es vermutlich wirklich so machen, dass ich sage, okay, ich nehme dann alles von einer, meine Flotte wird dann halt die LKWs haben von einer Truck-Firma. Dass wir so gesehen, das so in Anführungszeichen, dass wir das halt so ausspielen, dass wir halt eine Partnerschaft mit der Firma eingehen. Wird jetzt zwar vielleicht in der Reloaded Season oder in den Reloaded Seasons eher unspannend oder uninteressant sein, weil wir halt einfach nicht wirklich viele Varianten haben von den ganzen Truck-Firmen, aber
Mal schauen, vielleicht mache ich das auch jetzt eher so in einer leichten Variante oder auch einer vollen Variante, dass wir dann quasi dann halt nur eine Marke haben. Auch eine Modellmarke so gesehen, oder ein bestimmtes Modell. Und dass wir dann halt in Season 4 und 5 dann ja, das Ganze dann voll ausschöpfen, wenn das dann wieder alles aktualisiert wird und so weiter und so fort. Muss das jetzt Updates geben, weswegen ich jetzt nichts mehr sehe? Wollt ihr mich verarschen? Datenbank aktualisieren. Dankeschön. Dass ich da gleich noch die Bremse, sagt, die Strafe eingedrückt bekommen war, war mir schon klar. Das ausrechnet genau, wenn wir die Strafe bekommen, dann noch ein Fenster aufploppt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wir auch, ne? Okay, nach dem können wir fahren. Feelings dürfen wir echt besonders schnell sein. Können wir mal ein paar Vorbeifahrten machen lassen. Den ersten Wegpunkt, damit wir überhaupt zum anderen hinkommen. War das ein Phoenix, ein Peterbilt? Ich glaube, ein Phoenix war es, glaube ich, ein Kenworth-Händler, kann das sein? Hier in, okay, auf den freien Straßen mit sogar 40 Meilen pro Stunde fahren, das ist sehr schön. Wobei, wir kommen sowieso fahren, also das ist ja nicht das Problem. Mit einer grünen Welle einfach mal durch eine Stadt zu fahren. Normalerweise kennt man ja eigentlich nur rote Wellen. Aber das wäre auch dann... Wir entdecken jetzt gleich den ersten Händler, sowohl in Season 2 Reloaded als auch in Season 3 Reloaded.
Schön, dass der jetzt hier links will. Schön, dass der im Stau ist. Hier rumzukommen wird jetzt auch witzig. Ich meine, wir können ja prinzipiell fahren, aber... Und Autos. Wir fahren auch gleich auch bei der Arbeitsagentur vorbei, von der haben wir auch da dann die Möglichkeit. War das ein Four-Way-Stop sein oder was? Oder was? Doch, weil doch Peterbilt, ich weiß es nicht mehr. Ich werde es gleich sehen. Kennen wir es, also doch. Lag ja doch richtig. Kein Four-Way-Stop sein, sondern für die Seitenstraßen mehr oder weniger. Wobei es ja eigentlich prinzipiell alle Seitenstraßen. Die Arbeitsagentur. Das ist immer doch ziemlich viel. Ja, wollen wir mal schauen, ob vielleicht Möglichkeit haben, daraus zu finden oder zu schauen, wie viel Geld wir noch verdienen müssen. Also es werden viel sein, aber halt wie viel ist ja die Frage. Hier habe ich diese schöne S-Kurve. Oh Gott, ein Graben in der Nähe. Und gleich sind wir bei Plaza and Sons. Wir waren nicht zu früh oder zu spät. Donnerstag, 11 Uhr werden wir erwartet. Es ist Donnerstag. Okay, wir sind 2 Minuten zu früh. Oder? Ja. Oh Gott. Aber bei die 2 Minuten.
haben wir das auch geschafft. Und eine Punktlandung. Und mal gucken. Okay, das mal gucken. Wir bekommen natürlich die volle Punktzahl auszeichnet. Containerstapler. Wieso habe ich gerade Chassis noch dazu gesagt? Containerstapler von El Centro nach Phoenix geliefert. Für 11.420 Dollar und 697 Erfahrungspunkte. Und wir steigen ein Level hoch. Gehen jetzt auf wirtschaftlicheres Fahren. Bis zu 10% Kraftstoffersparnis bei Fahrten mit Auflieger. Bis zu 10% Kraftstoffersparnis ohne Auflieger. Wunderbar. Dann schauen wir mal beim LKW hinter einfach nach. Na, bisher nur ein. Ja, ich will da wirklich hinfahren. Wie wir sehen, sehen wir nur Canvas Fahrzeuge. Mal gucken, wo es noch einen geben würde in Tucson, Flagstaff, Los Angeles sowieso und so weiter und so fort. Mal gucken, wohin unsere nächste Reise sich schlagen könnte, ob wir dort die Möglichkeit haben könnten. Gingen wir nach Barstow. Ich glaube eher weniger. Dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir es herausfinden können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.